Wir nutzen HVO seit letztes Jahr Juni mit insgesamt aktuell 19 Fahrzeugen. HVO ist ein synthetisch hergestellter Kraftstoff aus Pflanzenabfällen, ist eben halt kein Biodiesel und verdrängt dadurch nicht den normalen die normale Agrarwirtschaft, und es wird auch keine Palmöl oder so verwendet, sondern wirklich reine Pflanzenabfälle. Der Abfallwirtschaftsbetrieb nutzt HVO tatsächlich aktuell in 19 Großfahrzeugen sowie dieses Müllfahrzeug und auch einen Teil unserer Kanalreinigungsflotte und sind damit seitdem unterwegs. Die Beweggründe auf HVO umzustellen sind einerseits relativ mit wenig Aufwand unsere vorhandene Flotte klimaneutral zu betreiben. Auf der anderen Seite müssen wir auch einen gewissen Prozentteil unseres Fuhrparks auf alternative Kraftstoffe umstellen oder alternative Antriebe, weil das saubere Fahrzeugebeschaffungsgesetz das für uns so vorsieht. Nach der Umstellung der Fahrzeuge auf HVO haben wir bisher keine Probleme feststellen können. Wir haben bewusst auch ein altes Fahrzeug mit auf HVO umgestellt. Selbst dort gab es, nachdem wir nach einem Monat die Kraftstofffilter einmal rausgenommen haben, keine Probleme. Natürlich, der Umstieg auf Klimaneutralität kann umgesetzt werden. Wir sparen 90% CO2 mit dem synthetischen Kraftstoff ein und sind eben halt, wie gesagt, sofort klimaneutraler unterwegs als vorher. Also unser Fuhrpark, der aktuell 550 Fahrzeuge umfasst, hat auch 70 elektrisch angetriebene Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen im Einsatz. Allerdings ist bei den Großfahrzeugen der Preisunterschied noch derzeit sehr, sehr hoch, und deswegen haben wir mit HVO eine günstige Gelegenheit, zumindest dort auch klimaneutral unterwegs zu sein. Um den HVO-Kraftstoff weiter einsetzen zu können, wünschen wir uns natürlich Freigaben der Hersteller und dass es am Ende auch noch ein wenig günstiger wird. Mehr zum Thema auf efuel-today.com/HVO.